They smoked my window. They smoked my window. Voll putzig, oder? Wie so ein Kindchen. Und ihre... Ich bin echt froh, dass ich geflasht habe. Wie er so reinkam, so, wo ist denn hier die Bäckerei? Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde CSGO Matchmaking mit, ich hoffe doch, dem Global Team des Jahrtausends. Na, Kaput, was sagst du dazu? Ninja, Orange. Was sagt ihr dazu? Nichts. Hey, das kann ja nur ein Noob-Team werden, ne? Ah, ja klar, das sehe ich direkt. Hallo Team. Hey, Goy. Immerhin sprechen sie schon mal. Das ist ein Anfang. Aber er heißt Dimitri. Das könnte schon schwierig werden. Okay, es ist keiner Mitte. Leicht kotig, aber machbar. Also anscheinend ist Palace was, aber er sagt nichts an. Er schießt nur rum. Er hätte mal früher reagieren müssen, ne? Ha! Richtig easy. Bliert, it's middle. Oh, diese Waffe, diese CZ ist so eklig. Aber nach einer Runde ist ja noch gar nichts gesagt, ne? Das haben wir... Wir können doch alles rausholen. Da, die Mates fangen sogar schon an. Sehr schön. Ohne Apartments. Fuck, shit. Ah, da wurden die Mates aber hart überrascht. Schade, ne? Obwohl sie sogar schon zu dritt auf A standen. Noch eine Eco, Kinder. Da, da, da! Alter, schon wieder A. Ach, one mit. So, jetzt kann man kaufen. Jetzt kann es nur noch bergauf gehen. Jetzt kommen sie 100 Pro auch hier bei mir. Deswegen hau ich schon mal einen Molly rein. 3 auf Mitte. Geil. Also wenn Droi 3 heißt. Shot is down. Another one shot. Yes, he's mid. With bomb. Bomb is down, upper mid. Ich hab mit dem Mittelfinger eben geschossen. Deswegen war es echt scheiße. Keine Ahnung warum. Voll dumm. Mittelfinger. Ich habe vorhin eine Runde mit Blee gespielt und ihm ist auch aufgefallen, dass ich oft richtig Scheiße mache. So Blödkram. Unnötig, ne? Mit Knife oder mit den Granaten auf einmal. He's B with Bomb. Ja, ne, in so einer Situation hätte ich jetzt, wenn ich Molly gehabt hätte, hätte ich ihn jetzt vielleicht sogar gezogen und erstmal hingeschmissen und so, obwohl ich ihn einfach killen konnte, ne? Da hat er sich halt schon so ein bisschen nicht aufgeregt, aber er sagt halt immer, Mensch, warum machst du das? Mach das doch nicht und hin und her. Und dann hat er mich natürlich, er sagt immer, du bist trotzdem der Beste und sage ich, Blee, ich weiß, ist gut. Und dann haben wir uns wieder lieb, ne? Oder Blee, du alter Blee. Jetzt kann ich mal direkt sehen, wie Blee so im Video zuhört. Ob er das jetzt gehört hat? Wenn ja, bekomme ich gleich auf die Nase. Jetzt kommt sie EB. Da ist einer. Hey, guys. Incoming. Hey. Oh, er gibt mir noch Scheiße, Mann. Klar, wenn er in dem Eck hockt und ich gehe da auf der Treppe hoch, das ist der Punkt, der beschaut wird. Er steht unter Beobachtung. Jetzt kommen sie hier, komm. Schläft einfach einer, okay. Keiner von uns dreien, schon mal gut. Der safe, der jetzt echt. He's upper mid. Hab ich mich jetzt erschreckt? Oh. Ey, dieser Pisser, ne? So ein Arschloch. Da geht er einfach underground durch in Mitte hoch und natzt mich weg. Das ist ein Vogel. Finde ich nicht in Ordnung. Ich habe mich schon beobachtet gefühlt, aber dachte mir, komm, es ist alles gut. Überleg mal, was er gedacht haben muss. Er sieht mich, behinderten Vogel, wie ich da eine Leiter hochgehe. Hold on, mate. Yeah, coming. Nur noch einer. Ich, alter Klauer. Ich klaue einfach die ganzen Kills. Tschüss. Endlich mal wieder ein Spiel, das so richtig gut für mich läuft. Wisst ihr? Zumindest noch. Ich hätte es nicht erwähnen dürfen. Fuck. Gleich wird's schlecht. Gleich wird's ganz arg schlecht. Braucht ihr irgendwas? Die sind völlig ausgestattet, die Männer. Völlig ausgestattet. Mit Pferde. Ist schon gut, Russe. Ist schon gut. Ich verstehe dich. Ich verstehe deinen Schmerz. Komm überhaupt nie B. Ich bin jetzt schon 7 Runden. Kein einziges Mal. Gut. Easy peasy, Mate. Aber ich muss es schon hart carryen, ne? Ich muss schon hart die Karotte anziehen. Die sind cool drauf. Das sind meine Kätzchen, meine Katzenarmee, los! Warum sind hier eigentlich keine Hühner auf der Map? Moment mal. Und warum gibt es eigentlich nur Hühner? Gibt es noch andere Tiere? Maybe short. Das ist turn short. They smoked my window. Voll putzig, oder? Wie so ein Kindchen. Wo soll ich hin? Die Mates haben die Runde noch locker geholt. Dimitri. Dimitri. Hey, nicht blocken. Purple, okay. Aha.
Oh fuck, ja, und vor allem hätte ich dich fast den Rücken geneift, Alter. Das wäre mein Story geworden. Okay, ist da einer drin? Wir haben eben das erste Mal eine Flash abbekommen. Turn B. Okay, shit, sorry. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Ich habe meine Nate noch geworfen und gekillt und bin dann so nach vorne gesprungen und im Sprung habe ich seine Nate mit meinen Füßen und mit meinem Arsch wie auch immer geblockt. Und dann ist er gestorben. Der B ist immer frei. Gut, gerade eben ist einer gekommen, na zwei sind gekommen, aber es war noch kein Rush. Ach Kinder, übrigens, habt ihr das gesehen? Ich bin wieder eins weiter gestiegen, eins vorangestiegen. Ich habe vorhin ja die paar Games da mit Blee gespielt. Wir haben natürlich alle gewonnen, ist klar. Und beim dritten Win habe ich doch dann tatsächlich endlich mal den wieder einen Uprank erhalten. Aber ich denke, ich werde ihn genauso schnell wieder verlieren, mein Rank. Nein. One Jungle. Spot. Low HP, 6 HP left on spot. Aber hey, Leute. Guck mal, ich habe 3 Sternchen. Das ist schon gut. Ein guter Batzen an Sternen, ne? Die Leute müssen jetzt halt auf A so ein bisschen aufpassen. Man merkt, die gehen nur auf A. A ist scheinbar unsere Schwachstelle. Nein. Und ihre... Oh Gott, zum Glück habe ich geflasht. Ich liebe meine Flashes. Nice. Oh, yeah. Ich bin echt froh, dass ich geflasht habe. Wie er so reinkam, so... wo ist denn hier die Bäckerei? Mann, manchmal finde ich mich selbst richtig lustig. Das ist echt eine bittere Pille. Ich schreibe schon lange und immer mal wieder mit Unterbrechung an Programmen, um auch tatsächlich mal live mit diversen Witzen und so witzigen Anekdoten aufzutreten. Ihr wisst ja, dass ich ja so ein bisschen was auch Richtung Kabarett mache, Schauspiel und Pipapo. Und manchmal fällt einem halt was ein, ich fahre überhaupt keinen Zug mehr, aber man sitzt in einer öffentlichen Einrichtung und einem fällt was Saugeiles ein. Man arbeitet es aus, sagt sich dann im Kopf kurz vor, man spielt sich's vor und muss dann lachen. Das ist schon peinlich dann. Das ist peinlich, ne? So wie er hockt man da. Weißt du, gerade im OP, ein Kind liegt vor einem aufgeschnitten, Herztransplantation. Und der Chirurg. Das ist natürlich dann nicht so prickelnd, aber das Gelbe vom Ei ist es trotzdem. Ja. Denn Spaß am Spiel ist immer mit Priel. Sorry, Mate. Also in dem Spiel habe ich es echt drauf, meine Mates anzufracken. Beziehungsweise die Mates haben es drauf, für meine Schüsse oder Granaten zu laufen. Dafür kann ich ja nichts als Vollprofi. Ich bin nur noch Vorbester. Vorbester? Das gibt's, glaube ich, das Wort. Ich glaube, das gibt's, ne? Ja, das gibt's. Vorbester, doch. Hm. Ah, wie sie alle meine M4 dabei haben, Mensch, ich verschenke die halt so gern. Ist halt schon ein schönes, geiles Teil. Vielen Dank nochmal, Big Walling, gell? Du bist der Schneckerich, der mir die geschenkt hat. Aha. Mach ich. Amarena Kirsch! Jungle. Oh Gott! He's still Jungle. Ich habe den Vorteil des Jahrtausends gehabt. Das war wirklich der schlimmste Move EU-West. Oh. Guck mal, da hat er meine M4 am Start. Zack, die trifft halt einfach. Die trifft, außer wenn ich sie in der Hand habe, sonst trifft sie. Geh weiter auf A, da wird niemand kommen von hinten. Macht ihr nicht ein Stand. Ja, ja, das kommt. Weiter jetzt. Oh. Nice, das ist halt einfach meine Waffe. Die ist gepflegt, die ist nicht dreckig. Vielleicht klebt man ein Stück Scheiße dran, klar, weil sie mir halt ungeschickt irgendwo reinfällt. Aber sonst ist das ein geiles Teil. Das ist ein geiles Teil. Okay, cool. Last round, jetzt sagt er okay. Last round, okay, cool war. Ich habe noch 3 Sekunden Zeit, hab minus 30 HP, die Bombe liegt, ich kann es nicht mehr defusen, aber ich versuch's. Ich gebe mein Bestes, Sir. Okay, Captain. Kennt ihr eigentlich meinen riesigen, monströsen Waldstreuer? Kobe, Alter, Kobe. Wenn man mich irgendwo rein droppt, Alter, ich machte Kobe. Ich machte Kirby. Ach, Leute, das ist doch kein Währung. Oh, Connector. Ach, one's coming from short. Wie schlecht bin ich? Das sind aber auch die Schweinepriester schlechthin, die immer so puff, 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 puff. Bleibt doch wie wahre Männer stehen und lasst euch knifen. Genau, so sieht's aus. Da breche ich mir oftmals wirklich, da bricht mir innerlich was ab, wenn ich sowas mitbekomme. Diese tanzenden Spackos. Was ist denn jetzt los, Leute? Wir waren doch die ganze Zeit so richtig schön familiär, fast schon väterlich zueinander. Väterlich zueinander. Männer, die zueinander väterlich sind. Aha, okay. Ich habe einfach mal meine Waffe gewechselt. Okay, nice. Die sind oben lang gerannt. Er hat den voll verfolgt. Die sind da oben lang gerannt. Okay, mit und dann auf A will er gehen. Ich werde die P90 auf jeden Fall noch ein bisschen behalten. Just surrender. Oh, sie geben auf. Die haben echt eben die Vote gestartet zum Aufgeben. Aber 5-12, also da habe ich schon oft
krasse Sachen zurückbekommen auf die Fresse. Ey, wir haben gestern ein Spiel gespielt, doch im Vier-Game. Wir haben letztens ein Vier-Game gespielt. Das war so schlecht. Es stand irgendwie 6-0 oder 7-0 für uns. Und die anderen haben schon drüber gescherzt, dass sie vielleicht gleich aufgeben. Und dann haben sie ein Draw rausgeholt aus der ganzen Scheiße. Das war vielleicht ein Spaß, das Spiel. Kommt der letzte vielleicht? Ah, oh, er kommt nicht bei mir. Mann, ey, jetzt stehe ich schon hier und will den abfangen und dann sowas, ey. Kann ich dir auch direkt Allee trinken, ne? Bekommt man eigentlich mehr Punkte, wenn die Gegner surrendern? Wenn sie aufgeben, kriegt man da, gibt es da nochmal was obendrauf, so ein Schmankerl? Oder ist es gleichzusetzen mit einem Win? Drum und dran, komplett. Ey, dann komm doch mal her, mein Freund. Könntest du mir gerade mal ein bisschen helfen, ne? Krass, Ducky. Ah, Mann, es gibt's doch gar nicht 83 mit dieser scheiß P90. Ich hätte näher ran müssen. Egal, das machen sie. Es sind noch 4. Noch 3. Ich hab den. Oh, noch 2. Ich hab den Weg ultra geebnet. Ah! Ach komm! Nice. Das war jetzt zwar ein bisschen. Also er hat das ganze Team noch geklatscht, aber wir haben gewonnen. Das ist es, worauf es ankommt, Männer. Der Teamsieg. Den habe ich aber ganz schön weggeswaggert. Just like a Swaggatron. Yellow, ich dachte, du wärst schon Jahrhunderte da und würdest irgendwie voll Rabatz machen. Was soll ich jetzt so sagen? Klar, ich bin auch ein bisschen schuld. Okay, ich geb's zu. Ich geb's zu. Aber nicht so arg. So kompliziert! Ach komm! Was für ein räudiges Kind! Mann, wie ich abgebaut habe, jetzt bin ich echt Vorletzter. Vorher war ich noch Vorbester. Das war ja schon fast chinesisch. Ding dong, ping pong. Oh! Oh, die war wirklich herrlich, die Granate. Lange nicht mehr so eine wunderschöne Granate gegessen wie die. Da war der Tick-Server auf jeden Fall dann schuld. Ich war schon um die Ecke. Aber ganz klar, auf. Ich bin vom Rang höchster Rang. Okay, zur Seite. Wir gehen langsam. Ich bin der Einzige, der hier lang geht. Man merkt es halt wieder, ne, dass ich der Beste auf der Welt bin. Darf das wahr sein? Ist es möglich? Ist es dann die Möglichkeit? Er gibt mir echt noch. Ich springe, um ihn zu sehen. Klar, ich hätte einfach warten sollen. Oh, wir werden. Guck, seht ihr, merkt er was? Wie wir jetzt hier aus diesem geilen Spiel noch echt einen Bums rausholen. Einen Fick, einen trockenen. Nice. Er hat's echt gemacht. Er hat's echt gemacht. Und wie er gerade eben den Schüssen ausgewichen ist. Das war krass. Merkt er was, wenn ich Slow B ansag? Dann läuft es. Auch wenn ich auf B gehen, ist egal, aber die Taktik funktioniert einfach. Ich hasse es, mit Glock zu spielen. Glock ist die schlimmste Waffe der Welt. Low HP. Low HP bringt mir nicht viel, wenn ich direkt fresse. Sofort. Egal, es kann nur noch Win oder Draw werden. Es sind schon mal gute Voraussichten. Er hat's noch geholt. Hat er gut gemacht! Wie, ich bekomme nix. Das ist ja wohl eine Frechheit. Naja, komm, Leute. Daumen nach oben, da wird man euch loben. Spiel mir am Nippel, ich hau dir auf die Brücke. Was? Und reimt sich auf Nippel, Sippel, Hippel. Woo!